Nach Starkregen kommt es in der Nacht auf Dienstag gegen 22 Uhr in Kärnten vermehrt zum Übertritt von Bächen und Vermurungen. Entlang der Mölltal-Bundesstraße in der Gemeinde Rangersdorf und der Gemeinde Stall im Mölltal. Auf einer Länge von fast 2 Kilometern löst sich teilweise der gesamte südseitige Hang oberhalb der Bundesstraße und vermurt die Straße zur Gänze. Zur Zeit des Murenabganges befinden sich 3 Autos auf dem Straßenabschnitt, welche von der Mure erfasst, teilweise mitgerissen und eingeschlossen werden. Alle Fahrzeuginsassen können sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien und bleiben unverletzt. An den Fahrzeugen und Straßenleiteinrichtungen entsteht Sachschaden. Die B106 bleibt bis zu den Aufräumungsarbeiten gesperrt. 3 Tage nach den schweren Unwettern kommt es am Montagabend im Tiroler Stubaital im Bezirk Innsbruck-Land neuerlich zu mehreren Murenabgängen infolge von Starkregen. Der Parkplatz der Gletscherbahn wird dabei überflutet und ein geparktes Auto mitgerissen. Das teilt die Landespolizeidirektion Tirol am Dienstag in der Früh mit. Personenschäden sind keine gemeldet worden. Die Stubaier Gletscherstraße ist für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Ortsteil Garsteig hält die Brücke der L232 einem Murenabgang stand. Doch wird die Straße gesperrt. Auch der Radweg entlang der Ruetz muss gesperrt werden, ebenso wie die Gemeindestraßen Oberberg und Mühlenweg, sowie der Uferweg ab der Einmündung des Oberbergbaches in die Ruetz bis zum Eingang ins Oberbergtal. Die neuerlichen Unwetter ereignen sich während die Aufräumungsarbeiten nach den Elementarereignissen vom Freitag noch in vollem Gange sind. Zudem werde weiterhin nach einem Pfarrer gesucht, dessen Auto am Freitag von der Ruetz mitgerissen worden ist. Am Montag sind im Bachbett neuerlich nur Fahrzeugteile gefunden worden. Der Leiter der Abteilung Krisen- und Gefahrenmanagement des Landes Tirol, Elmar Rizzoli, hat am Montag mit Blick auf die erwarteten Unwetter an die Bevölkerung appelliert, entsprechend vorsichtig zu agieren und beispielsweise nicht unbedingt notwendige Autofahrten oder Spaziergänge zu vermeiden bzw. von gefährdeten Bereichen wie Fließgewässern Abstand zu halten. Das betreffe allen voran die bereits am Wochenende stark betroffenen Gebiete, betont Rizzoli in einer Aussendung.